Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Berlin. Das angebliche Wildschwein hat sich nun doch als Außerirdischer entpuppt. Einem unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter ist es gelungen, den Außerirdischen in ein Labor zu bringen und dort Videoaufnahmen von ihm zu machen. Wenn ihr Jungs mit dem Video Kohle machen wollt, will ich aber Prozente. Hamburg. Auf der Reeperbahn hat man einen Sarg gefunden. Den hat die Polizei nicht aufbekommen, da war nämlich ein Zuhälter drin. Noch einmal Hamburg. Auf der Reeperbahn hat ein Dieb einen Stuhl gestohlen. Erst hat er gestanden, jetzt sitzt er. Also Leute, haben wir erst einen April oder was? Was gibt der mir denn hier heute für Meldungen rein? Meine Güte. Ich bekomme ja gerade noch eine Eilmeldung, eine Verkehrsmeldung. Auf der A1 zwischen Sittensen und Bockel steht eine Kuh auf der Fahrbahn. Die Kuh wird gebeten, ihre Eltern in Emden anzurufen. Jetzt reicht's mir, aber wir machen jetzt weiter mit dem Wetter und dafür schalten wir um zu unserem Wetterfrosch Bodo. Ja, hallo, hier ist Bodo, der Wetterfrosch. Heute große Hitzewelle, 29 Grad. Naja gut, 18 Grad mittags und abends dann nochmal 11 Grad macht zusammen. 29. Schmiert euch ordentlich mit Sonnenöl ein, dann perlt der Regen besser ab. Und wie ihr seht, ich bin gerade hier auf dem Parkplatz einer Badeanstalt und hier ist überhaupt nichts los, verstehe ich gar nicht. Alles Weicheier. Aber ein paar Autos stehen da, das sind die Hartgesottenen oder wahrscheinlich sind das Leute, die dort in die Sauna gehen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ansonsten ist es hier recht frisch, aber trotzdem gut aushaltbar. Und der Klimawandel ist auch nur, macht wohl auch nur eine Pause oder so. Ja, man sollte das nicht unterschätzen. Wir werden alle den Hitzetod sterben, früher oder später. Und wenn nicht dieses Jahr, dann irgendwann ganz gewiss. Ansonsten heute sehr wolkig, bedeckt und regnerisch. Das wird auch den ganzen Tag so bleiben. Und mal sehen, was die nächsten Tage wird. Wer weiß das schon. Auch wir Wetterfrösche wissen ja nicht unbedingt, wie das Wetter die nächsten Tage wird. Aber wir werden euch erzählen, wie das Wetter in 100 Jahren sein wird. Ne? Das Klima, ne? Damit kennen wir uns aus. Ne? Wenn wir auch nicht wissen, wie das Wetter morgen oder die nächsten Tage sein wird, aber wie es in 100 Jahren sein wird. Das können wir euch aber sagen, Leute. Ja, also heute, wie gesagt, noch flüssiger Sonnenschein von oben, nicht wahr? Und das ist alles auch halb so schlimm und das ist auch überhaupt kein Indiz dafür, dass der Klimawandel vielleicht nicht stattfindet. So, jetzt aber zurück in die aufgeschlossenen Anstalten und wie wir Wetterfrösche sagen, schönen Tag noch. Boah. So, was ist jetzt? Hatte jetzt noch jemand einen Glühwein oder so? So, mir reicht's, das war's für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und viel Glück. Euer Alex von Mickey.